Hi, im heutigen Video schauen wir uns das Ergebnis von dem Plattenbeschuss an. Und im Gegensatz zum Helm, den wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, haben wir hier gleich mit 200 Blackout in Subsonic angefangen. Also schauen wir uns mal das Ergebnis an. Und los ging's, der erste Schuss 300 Blackout. Hier haben wir jetzt schon alle Treffer auf der Platte, aber schauen wir sie uns der Reihe nach an. Ähnlich wie beim Helm hat die 300 Blackout Subsonic auch auf der Platte nicht viel Schaden hinterlassen. Die Oberfläche ist ein bisschen zerstört und das Stoffding hier ist ein bisschen aufgerissen, aber ansonsten hat sich da nicht viel getan. Und eine Delle ist auch keine entstanden. Hier kommt die 223, schauen wir, was sie der Platte antut. Ganz im Gegensatz zum Helm, wo die 223 einfach durchgegangen ist, hatte die Platte damit weniger Schwierigkeiten. Die erste Schicht ist zwar ziemlich zerbröselt, aber durch ist es nicht gegangen und auch auf der Rückseite haben wir nur eine minimale Beule. Der erste Schuss 308. Und jetzt gleich hinterher der zweite Schuss 308 auf dieselbe Stelle. Oh ja, zwei Treffer, 308 auf dieselbe Stelle, das ist schon ganz schön übel. Aber ehrlich gesagt, viel machen lässt sich hier nicht. Das Ding ist immer noch ganz schön hart. Und ich meine, alles was zählt, oder zumindest das was hauptsächlich zählt, ist, dass es nicht durchgegangen ist. Es sieht zwar ziemlich eng aus, also knappe Sache, aber da tut sich gar nichts und definitiv ist es nicht durchgegangen, kein Durchschuss. Also zwei Treffer 308 auf dieselbe Stelle, aus kurzer Distanz, nicht durchgegangen. Schauen wir mal, ob wir da noch reinschauen können und uns das Ganze ein bisschen aus der Nähe anzusehen. Oh, das geht auf jeden Fall brutal schwer ab. So, die schwarze Stoffhülle ist auf jeden Fall irgendwie festgeklebt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was hier für ein Material drunter ist. Ich würde es auf Dyneema schätzen oder sowas. Vielleicht Kevlar, ich kenne Kevlar allerdings nur gelb. Und hier ist unsere Einschlagstelle. Da lässt sich nicht viel machen. Nee. Also, da komme ich ohne größere Gewalt nicht weiter ran. Ja. Das war's. So. Nach den Ergebnissen des Airframe-Helms aus dem letzten Video waren die Erwartungen an die Platte ja jetzt schon etwas höher. Und ich muss sagen, sie hat wirklich
die Erwartungen durchaus erfüllt. Also, dass sie zwei Treffer 308 auf die wirklich gleiche Stelle aus kürzester Entfernung standhält und dann eben nicht durchschlägt, das war schon stark. Sie sollte eigentlich ja noch größere Kaliber halten. Wir hatten letztes Mal jetzt einfach keine zur Verfügung. Vielleicht kriegen wir noch mal irgendwo welche her, wenn wir noch mal was beschießen. Und dann nehme ich die einfach mit und schaue, ob wir noch mal nachschießen können, weil wir haben hier ja noch ein paar Stellen. Da geht schon noch was. Aber soweit würde ich sagen, das Ding hat auch seinen Test bestanden und ja, ordentliches Ding.